Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Heute fahren wir 35.500 Pfund Dynamit von Bakersfield nach Santa Maria zu Coastline Mining. Wir bekommen zwar nur knapp 6,2k dafür, aber wir fahren in Bakersfield, oder wir fahren komplett durch Bakersfield sogar durch und bekommen dadurch die Möglichkeit zu schauen, den Händler aufzudecken, den wir auch nicht aufgedeckt haben. Ich weiß nicht, ob das da der Petersbild oder der Peterbild-Händler ist oder ob es auch dort der Kenworth-Händler ist, aber wir werden es sehen. Ich hoffe, es ist der Peterbild-Händler. Und ich glaube, beim Peterbild sollten wir fündig werden. Aber dann müssen wir also mitkommen. Wir haben, okay, wir haben nicht 80.000, wie ich vorher gedacht habe in der vorherigen Folge, sondern nur, in Anführungszeichen, nur 78.600 Dollar. Okay, das war, ja, lass nicht drüber reden. Das ist eine kurze Tour, nur 147 Meilen, aber ich habe mir gedacht, lieber eine kurze Folge und man deckt was Neues auf, in der Hoffnung, dass man dort halt auch sieht, okay, das und das ist dann der LKW, oder das so und so viel kostet der LKW, auf dem wir sparen, als dass wir, ja, ne, als dass wir da einfach nicht hinkommen und möglicherweise irgendwie die Mods in der falschen Reihenfolge sind und wir halt deswegen das nicht können. So eine Art war es nämlich auch in der Staffel 3, aber da komme ich dann da nochmal dazu. Da war einfach eine von den Map-Mods verkehrt und dadurch gab es halt keine Anbindung an die andere. Mein Volvo. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt mittlerweile Volvo-Händler haben. Vermute ich mal einfach. Danke. Auf einem Memorial Highway. Gibt es ja jede Menge von in Kalifornien und allgemein gefühlt in Amerika. Zumindest das, was man jetzt hier von Dings entdecken kann, oder von American Truck Simulator mitbekommt. Der Peterbilt hat ordentlich zu ziehen, wie man merkt, obwohl es nur 35.500 Pfund sind und nicht 118.500. Da haben wir vielleicht auch mal ein bisschen zu euphorisch mit der Geschwindigkeit. Wir wollen ja keine Probleme mit den Cops haben.
Ah, okay, ja gut, wir haben ja Strafe, Geldstrafe bekommen wegen des Blitzers, deswegen haben wir keine 80.000, wie zuvor berechnet. Okay, da stand irgendwas mit dem Motorcycle, das konnte ich natürlich nicht erkennen, weil Sonnen und so. Man kennt's. Man doch jetzt eigentlich auch bald. Ja, okay, dann haben wir weggesichert. Kurz ist hier rechts raus. Um den Händler freizuschalten. Und das ist der Peterbilt-Händler, hervorragend. Dann drehen wir vorne beim Service und beim Parkenbereich. Und fahren weiter Richtung Coastline Mining Center Maria. Ich werde dafür müssen wir erstmal durch Bakersfield durchfahren. Schauen wir genau wie in der letzten Folge gleich, nachdem wir die Ladung, nachdem wir die abgeliefert haben, schauen wir nach, ob wir, wenn die Mods so gesehen richtig haben und schauen können, wie viel der Freightliner kostet oder ein Freightliner kostet. Immer wieder schön durch Bakersfield durchzufahren, durch das Schild. Und allgemein macht er doch eher weniger von solchen schmaleren Durchfahrten, nennen wir es mal einfach so. Festplatte gerade. Full am Arbeiten.
mir gerade ein bisschen Sorgen wegen der Aufnahme. Ich will aber auch nicht ruhig werden hier. Was ist denn das? First Bild, das ich brauche, kann also wieder weitergehen. Obwohl die Aufnahme ist nicht jetzt, oder die Passage ist jetzt nicht zu verrunzt, deswegen. Und außerdem weiß ich, dass ich nächstes Mal früher reagieren muss und dann einfach das Ganze pausieren muss. Gemoddet ist. Beziehungsweise zumindest in dieser Version der Map-Mod. Natürlich im aktuellen Stadium noch deutlich anders aussehen. Wir sind auf dem ganzen Stand für die Game-Version von 1.3, glaube ich. Ne, seht ihr hier unten in der Beschreibung. Die kennen wir schon. Da haben wir, soweit ich weiß, das andere ein Mal sogar schon. Glaube ich zumindest. Ja, waren wir. Dann safe. Wollen wir mal hoffen, dass wir gleich belohnt werden mit einem schönen Vorschaubild von einem Freightliner. Haben wir nicht sogar zwei drin? Oder war das von Mac, wo wir mehrere drin haben? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Sogar mal einparken. Ich
gar nicht mehr genau, wie ich das immer gemacht habe. Ich bin nämlich immer wieder ganz rausgefahren. Jetzt sind wir rückwärts, aber die zumindest einmal rumfahren. Sieht sehr gut aus. Oh, ich hab ja einen Kopf, wo rechtzeitig da war, nur zu früh. Egal. Ausgezeichnet Dynamit von Bakersfield nach Santa Maria geliefert. 158 Meilen waren es, 4 Stunden und 30 Jahre haben wir verbraucht, $6.000 bekommen und 449 Erfahrungspunkte. Da wollen wir mal schauen, was sagt der Händler? In Peterbilt. Besuchen wir den. Der sagt, ja, den Cascadia für 110.000. Dann noch, was wird noch den Mac Titan Superliner? Okay, 110.000 brauchen wir. Heißt, wir sind nur 26.000 davon entfernt. Drei Folgen vielleicht? Sprich, wir sind dann etwa in Folge. Boah. In Folge 14 kaufen wollen vielleicht. In Folge 15 können wir da eventuell mitfahren. Je nachdem, wie es jetzt aussieht mit den Aufträgen. 13.000 und so weiter und so fort. Das preislich gesehen passt das. Ja, dann würde ich sagen, haben wir bald unseren ersten eigenen LKW. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder oder von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.